Was erwartet uns denn heute in der wundervollen Welt von Golden Sun? Mehr Glücksspiel! Wundervoll! Glücksspiel mit Minderjährigen, darauf habe ich Bock. Wisst ihr, worum es sich beim Glücksraten handelt? Nein. Es ist ein Spiel, bei dem man raten muss, welcher Krieger das Finale gewinnt. Triffst du die richtige Wahl, kannst du fantastische Preise gewinnen. Auf geht's. Teilnehmer können ihre eigenen Teammitglieder nicht wählen. Nein! Ich wollte mich selber wählen! Oh Gott, das ist clever. Das Glücksraten macht die Kämpfe im Kolosseum noch spannender. Wie soll ich denn dann gewinnen? Ich will viel gewinnen, daher habe ich alles auf einen Krieger gesetzt, den sonst niemand gewählt hat. Wetten, das bin ich. Ich habe noch nie gewonnen. Tja, alter Mann. Tja. Ich bin ja offiziell gar nicht bei diesem Turnier dabei, also, ja, genau. Kann eigentlich keiner auf mich gesetzt haben. Gerade eben finden die Ausscheidungskämpfe bei Kolosse statt. Die Gewinner dürfen am Finale teilnehmen. Beim Glücksraten könnt ihr euch eine goldene Nase verdienen. Ihr müsst die Kämpfe genau verfolgen, um zu entscheiden, wem ihr den Vorzug gebt. Kann ich nicht teilnehmen? Hofft ihr etwa, Kolosse jetzt noch besuchen zu können? Neulinge begehen diesen Fehler oft. Wenn ihr Kolosse besuchen wollt, müsst ihr schon früh im Kolosseum sein. So, welchen... Wo kann ich denn hier wahrscheinlich... mich irgendwo durchschleichen? Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben. Kann ich deine Gedanken lesen, alter Mann? Jetzt hast du Gedanken, alter Mann. Telekinese! Erstmal zwischen meinen riesigen Pranken. Was zum Fick mache ich da? Zwischen meinen riesigen Pranken. Umbringen den alten Mann. Ich nehme an, dass morgen alle viel früher kommen. Okay, auch das hilft mir nicht weiter. Wo sind da verfickte Steine? Okay, offensichtlich komme ich hier tatsächlich. What? Wait, what? Weight Watchers, what? Oh mein Gott, Weight Watchers. Ich hatte mal. Weight Watchers. Es gibt tatsächlich, wer es nicht kennt, Weight Watchers war, glaube ich, ursprünglich so eine Gruppe. Was mache ich denn jetzt hier? Das ist hier jetzt überhaupt sau nicht gelohnt. Weight Watchers war ursprünglich so eine Gruppe von anonymen fetten Menschen oder so. Keine Ahnung, irgendwas in der Art. Und jedenfalls so ein Treffen von etwas, nennen wir es mal, korpulenteren Menschen, die gemeinsam abnehmen wollten. Und dann gab es irgendwann von Weight Watchers tatsächlich Produkte im Laden zu kaufen, die komplett überteuert waren und eigentlich genauso fett gemacht haben wie sonst was. Hat mir mein alter Chef bei Edeka erzählt, dass die eine Weight Watchers Gruppe um die Ecke hatten, die dann immer irgendwie nach ihren Treffen in Edeka gestürmt sind bei denen und die ganzen Produkte gekauft haben und du hast einfach gemerkt, wie die mit jeder Woche nur noch fetter wurden. Einige der Zimmer im Palast sind für die Teilnehmer in Kolosse verfügbar. Man sollte dankbar sein, dass Lord Barbie ein so großzügiger Gastgeber ist. Am Arsch. Darf niemand Barbies Palast besuchen. Aber wenn Kolosse ist, er für Besucher geöffnet. Auf geht's. Eigentlich darf da keiner rein. Ja. Das bedeutet, dass sie ihn noch nicht gefunden haben. Ja, verrat mir die Geheimnisse. Das ist klar. Also erstmal kommt irgend so ein Kind in den Palast hier rein. Alte Mann erstmal so. Ja, kein Thema. Hier, ich erzähl dir. Ich erzähl dir, was abgeht. Ist es okay? Ist okay? Das ist echt okay. Habe ich kein Problem mit. So. Ich weiß, dass ich nicht jede einzelne Holzkiste abgehen sollte. Aber es ist wichtig, da wir ein Glücksmedaillon gefunden haben, welches wir für weitere Glücksspiele mit Minderjährigen machen können. Verwenden können. Was ist das? Ich kenne das Gefühl, Soldat. Ich machst du mir auch gerne in der Ecke. Nur wegen dem bisschen Sodbrennen kann ich nicht kämpfen. Was bin ich doch lahm? Ich muss das Brennen in meinem Magen loswerden, ich muss zu Kolosse. Was? Das hat keinen Sinn, mein Bauch tut wirklich... Was? Nein, rede mich nicht... Na, rede... Nein, rede nicht nochmal mit mir. Ich hasse dich. Hä? Plan ja ein Kolosse-Teilsinn, ja. Dann sollten wir uns vom Acker machen. Die Kämpfe haben schon begonnen, auf zum Kolosseum. Yo! Oh, da stehen wir. Versuch das Regal. Die Rüstung sieht schwer aus. Es scheint... Es gehörte sehr an der Kolosso-Kämpfer. Also okay. Wir sollten uns beeilen. Kolosso hat begonnen. Und dann steht er da rum. Schaut sich um. Masturbiert mit seinem Kollegen in der Ecke. Gib dein Bestes. Wette nicht beim Glücksraten. So steht es geschrieben. Was hast du mir zu sagen, junge Dame? Oh. Bitte folgt mir ins Bett. Ihr dürft diese vier Betten benutzen. Wollt ihr gleich schlafen gehen? Auf geht's. Ihr dürft diese vier Betten für eure vier Begleiter verwenden. Oder beziehungsweise für dich und deine drei Begleiter.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich damit was triggere. Oh, Tatsache. Oh, ich bin so müde. Oh, Garrett, I know that feel after work. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch ein Quartier finden würden. Was für eine Erleichterung. Die werden mich umbringen in der Nacht. So, Mia, was hast du Weibliches zu sagen? Lasst uns für morgen ausruhen. Ich schwöre, ich stehe in der Nacht neben deinem Bett und spritze dir ins Gesicht, du alte Fotze. Gute Nacht. Schlaft gut. So, irgendwas wird passieren. Irgendwas wird passieren. Ich werde aufwachen und mir fehlt eine verfickte Niere und die haben sie irgendwo nach Tschechien verkauft. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also gut, Deblo, wir haben einen schweren Tag vor uns. Aber warum? Was hat sich jetzt geändert? Irgendwie sieht das. Irgendwie war das so verheißungsvoll, als hätte sich heute irgendwas geändert. Was zum Fick? Es hat sich nichts getan. Willst du mich nicht verarschen? Irgendwas Interessantes muss doch passiert sein. Irgendetwas, was meine komplette Weltanschauung zunichte machen wird. Irgendetwas! Was gibt's hier? Warte mal. Ist das der Gnom? Ah, kann ich gar nicht lesen. Ich dachte, das wäre dieser Lord Bilbo. So. Aber hier. Nichts finden. Stirnband, darauf steht, gib niemals auf für den Sieg. Just do it! Nur jene Kämpfe, die im Finale von Kolosse einen guten Kampf bieten können, bis hier zu starten, wenn alle Kämpfer bei Kolosse nehmen und teilweise zu unserer Truppe. Cool. Das ist ein großes Vorhaben, da sind die Sicherheitsverkehren rund um das Gelände besonders streng. Cool. Zum Traumkörper in nur 12 Lektionen. All diese Kämpfer scheinen sich mit Gewichtheben zu befassen. Selbst wenn Lord Barbie nie wieder auftaucht, wird der Bau des Leuchtturms fortgesetzt. Ich werde nicht zur Ruhe kommen, bis wir wissen, wo Barbie ist. Er baut den Leuchtturm als ein Zeichen seiner Macht. Oder um etwas zu überkompensieren. Denn ich würde sagen, Lord Barbie hat einen sehr kleinen Hund. Und er möchte den Leuchtturm möglichst groß machen. Damit der Hund sich nicht so klein fühlt. Damit der Hund ganz hoch steigen kann. Und runterschauen kann auf all die kleinen Würmer. Dann sollt ihr schnell zum Kolosseum laufen, aber vermutlich seid ihr schon. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zum Kolosseum muss. Es gibt da so solche Andeutungen. Das ist beim Kolosseum. Ah, nein, erstmal hier. Das ist wahrscheinlich Lord Barbie, der jetzt so rum so. Jodem. Jodem. Wir sind zur Höhle von Altmiller gegangen, wie du es befohlen hast. Und was habt ihr herausgefunden? Gibt es Neuigkeiten über Barbies Verbleib? Das ist sinnlos. Jodem, warum sollten wir an solch einen Ort nach Barbie suchen? Warum sollte Lord Barbie allein in eine so gefährliche Höhle gehen? Es ist unvorstellbar. War es das, was du sagen wolltest? Die Höhle von Altmiller ist ein dunkler Ort. Wenn Barbie alleine dorthin gegangen ist, hat ihn vielleicht ein Monster. Mir sind die Exzentrizitäten der Höhle durchaus bewusst. Du wusstest davon? Warum hast du uns dann dorthin geschickt, Jodem? Lord Barbie war schon öfters dort. Heimlich. Du meinst, das ist nicht das erste Mal, dass Lord Barbie verschwunden ist? Weißt du denn, wo er zuvor hingegangen ist? Einmal bin ich Lord Barbie gefolgt. Ich war mir sicher, dass er zur Höhle von Altmiller gegangen ist. Hast du denn die Höhle jemals erforscht, Jodem? Was hat er in der Höhle gemacht? Nachdem er die Höhle betreten hat, ist Lord Barbie vor meinen Augen verschwunden. Verschwunden? Du meinst, du hast Lord Barbie aus den Augen verloren? Nachdem er die Höhle betreten hat, bin ich ihm gefolgt. Aber er verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Danach habe ich noch mehrmals versucht, ihm zu folgen. Jedes Mal ist er wenige Sekunden, nachdem er die Höhle betreten hat, einfach verschwunden. Und du glaubst also, dass Lord Barbie heute Morgen dorthin gegangen ist? Aber wenn er bis jetzt immer von dort
zurückgekommen ist, dann sollte er doch bald wieder hier sein, oder? Nein, dieses Mal ist es anders. Irgendwas stört mich. Was meinst du? Es ist schon eigenartig, dass Lord Barbie so kurz vor Colosso gegangen ist. Aber da ist noch etwas anderes. Was denn? Lord Barbies Bett war heute Morgen unbenutzt. Was ist daran so ungewöhnlich? Lord Barbie hat letzte Nacht... Das ist irgendwie offensichtlich, ne? Lord Barbie hat letzte Nacht nicht in seinem Bett geschlafen. Das ist das Problem. Hat er halt bei irgendeiner Tante im Bett geschlafen, mit der gepimpert. Ist doch seine Sache. Lord Barbie wird schon seit letzter Nacht vermisst. Und deshalb bin ich so in Sorge. Er hat das noch nie vorher getan. Wir wussten nicht, dass er schon so lange vermisst wird. Wie halt die ganze Zeit am unteren Bildschirmrand irgendwelche Kinder mithören. So richtig, ja, kein Thema. Verrat alle Staatsgeheimnisse, du Pisser. Denkst du, Lord Barbie wurde getötet? Sprich nicht so dummes Zeug. Ich bin mir sicher, dass Lord Barbie irgendwo sein muss. Munter und wohlbehalten. Ja, natürlich. Ich werde an Lord Barbies Stadt ins Kolosseum gehen. Ihr müsst ihn finden. Wir werden noch eine Suchaktion einleiten. Einfach ignoriert. Lord Barbie, wo seid ihr nur? Er hat ihn getötet. Das merkst du schon daran, dass der Typ graue Haare hier so ein Ingame-Sprite hat. Aber wenn du das kleine Bildchen siehst, hat er blaue Haare. Das ist, wenn das nicht verdächtig ist, dann weiß ich auch nicht. So, erstmal die Schatzkammer plündern. Was gibt's in der Schatzkammer Geiles zu plündern? Was? Warum alter Mann in der Schatzkammer? Oh mein Gott, alle Betten sehen so aus, du dummer alter... Barbie Sonny steht. Dies ist vielleicht mein letztes Kolosso. Cool! Was? Was? Lass mal das Tagebuch von Lord Barbie finden. Ja. Das hier ist seine Abschiedsnotiz. Ich werde sterben und erstmal keinem zeigen. Erstmal für mich behalten. So. Also, wir gehen jetzt noch hier so ein bisschen durch, was es so gibt. Machen wir mal. Hier die Schatzkammer. Hier die Schatzkammer. Was ist das? Was seid ihr denn für Was für Stümper? Was zum Fick? Warum hast du eine Brille auf? Warum liegt hier Stroh rum? Antiken Venus-Ruin. Sein Gehört eine Art von Forschung durch. Ich frage mich, wo Barbies Lieblingsgelehrter Crayden jetzt wohl sein mag. Ich könnte dir sagen, wo Crayden ist, aber das kostet dich etwas, alter Mann. Und ja, es ist deine Jungfräulichkeit. Man sagt, dass die Macht der Alchemie vor langer Zeit versiegelt wurde, aber warum hat man das gemacht? Wegen einer harten Nuss, die Mia in sich trägt. Egal wie oft ich dieses Experiment auch durchführe, niemals bekomme ich die Resultate, die ich brauche. Meine Fähigkeiten auf dem Gebiet der Alchemie sind abgestumpft. Crayden hat mich davor gewarnt, dass so etwas passieren würde. Ursprünglich waren an der Baustelle des Leuchtturms antike Ruinen. Man sagt, dass unter diesen Ruinen ein langer Tunnel liegen soll. Okay, einfach ignorieren. Einfach alles, was wir da unten gehört haben, ignorieren. Was willst du, alter Mann? Cosma ist hier schon einige Zeit als Gast. Sie kommt aus Lalivero, vom Kontinent Gondoran. Aber warum? Bist du? Cosma wird in ihrer Heimatstadt als ein Kind der Götter verehrt, aber für mich sieht sie wie ein ganz normales Kind aus. Sie sieht aus wie Ivan. Ich glaube, die ist Ivan. Barbie hält mich als Geisel, um seinen Leuchtturm in Lalivero fertigzustellen. Wann werde ich nur meine Heimat wiedersehen? Lass mal ihre Gedanken reden. Ja, sie ist eine Frau, sie wird keinen Namen, aber wir können es trotzdem mal probieren. Selbst wenn ich aus Barbies Palast fliehen könnte, würde ich nie bis nach Lalivero gelangen. Allein würde ich die tödliche Suhala nicht überleben. Oh shit! Oh fucking shit! Did you just... I can't even... Nein, es ist nichts. Okay, vergiss es. Einfach wieder gehen. Einfach ignorieren, was ich getan habe. What is this? I don't even... Kolosseumtunnel?
Okay, auf geht's. Lass einfach mal illegal an den Spielen teilnehmen. Okay. Ich finde es schön, dass wir jetzt in dem Tunnel da unten irgendwie so die übertrieben epische Musik hatten, oder mit dieser absolut nichts passiert. Was ich jetzt erwarte, dass ich da plötzlich im Kolosseum auftauche, so richtig Gladiator-mäßig. Gladiator war ein großartiger Film. Oh mein Gott, wie... Kann ich es verschieben? Kann ich einfach mal das Feuer verschieben? Solch stolze, meisterliche Krieger im Kampf zu sehen, verzaubert mich regelrecht. Was? Kekswichsen. Die spielen auf jeden Fall Kekswichsen. Etwas sagt noch Kekswichsen. Ich weiß, was Kekswichsen ist. Um ins Finale zu gelangen, muss man zahllose Kämpfe bestreiten. Dieser Krieger hat versagt, daher wurde er disqualifiziert. Ich weiß, was Kekswichsen ist. Man stellt sich mit seinen drei besten Freunden vor einen Keks, wichst auf den Keks drauf, und wenn der Keks verfehlt, der muss ihn dann essen, mit der Wichse von den anderen drauf. Ganz normale Dinge. Los, vorwärts, richtig so, ich halte zu dir, kleiner Kerl. Okay. Was passiert jetzt noch mehr? Muss ich den jetzt so oft ansprechen, bis Dinge passiert sind? Schneller, der schafft's auch nicht. Oh, doch! Manly! You did it, Reddit! Muss seine Techniken perfektioniert haben ins Finale zu rein. Dieser Krieger hat gerade einen Kampf bestanden. Aber ich verzweifle, dass er es bis ins Finale schaffen will. Du bist ein Scheiße. Okay, mehr passiert hier nicht, oder was? Kann ich da irgendwie runterspringen? Wie komme ich da hinten hin? Mal, kann ich nicht diese Tür hier öffnen? Alohomora. Sie ist versperrt. Alohomora! Vielleicht, pass mal auf. Erstarrung. Jetzt habe ich die Tür erstarrt. Jetzt bewegt sie sich nicht mehr. Das ist genau das, was ich wollte. Okay, ich denke, das war auch lang genug für eine Episode. Aber das war jetzt halt sehr informativ und interessant und auf jeden Fall eine wirklich wundervolle Episode. Voller interessanter Dinge, die euch interessiert haben. Sehr interessant, würde ich sagen. Was hast du noch zu sagen? Gott, du bist so nutzlos, ich hasse dich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal finde ich heraus, warum dieser Teppich hier rot ist und nicht blau. Weil der passt überhaupt nicht zu den Gardinen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.